Schon viele mächtige Könige sind gekommen, über die Welt gegangen, haben geprägt und sind wieder gegangen. Morgen findet die Beerdigung von Queen Elizabeth II. Statt, die während 70 Jahren das Land regiert hat. Gut, faktisch hatte sie ja keine Macht, aber doch hat sie mit ihrem Einsatz, mit ihrer Präsenz, mit ihrer Leidenschaft für sein Volk, für ihr Volk, ein Land geprägt und tiefe Spuren hinterlassen bei den Engländern. Und wie viel mehr, wenn wir an das Königreich von Gott uns da drunter stellen, wie viel mehr soll dann Gott unser Leben prägen? Und weil wir der Überzeugung sind, dass das Vater unser wesentliche Bestandteile von unserem christlichen Glauben beinhaltet, darum haben wir uns entschieden, das Vater unserer Serie zu machen. Und heute werden wir bei der dritten Predigt über Matthäus 6, Vers 10 sprechen. Da geht es nicht um mich, das ist heute das Thema. Und wir schlagen auf Matthäus Evangelium, Kapitel 10, Kapitel 6, im Vers 10, dort heißt es: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es geht um das Reich Gottes. Und wenn wir das Vaterunser anschauen, dann sehen wir, dass das Reich Gottes kommt am Anfang vor. Es kommt zuerst, dein Reich, dein Wille kommt zuerst und dann kommen unsere Bitten. Also es geht nicht zuerst um uns, sondern zuerst geht es um Gott und um sein Reich. Und dann kommen die letzten Verse des Vaterunsers. Die sind nicht in unserer Predigtserie drin, warum nicht? Sie sind wahrscheinlich nicht ursprünglich. Oder es gibt die wichtigen Handschriften, da fehlen diese Verse. Das heißt aber nicht, dass sie nicht wichtig sind. Es heißt, dass die Christen, bis heute ist das Vaterunser so überliefert, wie es hier steht. Christen haben gefunden, es ist so wichtig, dass das ganze Christenleben ausgerichtet ist auf das Reich Gottes, dass sie auch am Ende das Reich von Gott hingestellt haben. Also das Vaterunser ist eingeschlossen von Gottes Reich. Und von diesem Reich von Gott wollen wir uns prägen und verändern lassen. Dies soll den größten Einfluss auf unser Leben ausüben. Was ist denn Gottes Reich? Wir haben eine Art Prototyp im Alten Testament. Und das ist Salomo. Es hat wahrscheinlich vor und nach Salomo kein Mann, kein König gegeben, der die Gebote von Gott derart gut umgesetzt hat, dass Gott hat es ihm geschenkt, dass er ein Friedensreich herstellen konnte. Er hatte mit allen Menschen, mit allen Nationen ringsherum Frieden. Alle Bürger vom Reich von Salomo lebten in Frieden. Jeder hatte sein Einfamilienhaus mit Garten. So heißt es, ja, jeder hat seinen Weinstock und seinen Feigenbaum und hat in Frieden gelebt. Aber Salomo war nur ein Prototyp. Er war nur ein Mensch, er hatte Fehler. Schon kurz vor seinem Tod und spätestens mit seinem Tod ist das Reich auseinandergebrochen. Das Chaos herrschte. Und über die Generationen wurde das Reich Israel, das mal so groß und mächtig war, derart degeneriert und entstellt, dass am Schluss das ganze Volk deportiert wurde. Feinde sind gekommen, haben sie weggeführt und ein fremdes Volk hat gewohnt im Lande Israel. Das geschieht, wenn wir uns aus dem Reich Gottes entfernen, nicht seinen Geboten gemäß leben und unsere eigenen Wege gehen. Dann geschieht das Chaos. Auch heute noch hat Gott Orte eingesetzt, wo Menschen eigentlich Frieden und Heil finden sollten. Und das ist unsere Ehe, die Ehen zuerst mal. Gott hat dem Mann den Auftrag, oder Gott hat so die Idee, so eine Frau zu fragen, du willst du mich heiraten? Also zumindest ist es so unseren Brauch, dass der Mann macht, die Frau zu fragen, ob sie will, und die Frau darf dann antworten. Und
Und wenn zwei Menschen zusammenfinden, dann sagt Gott, ja, und ich segne euch, ich bin mit euch, ich helfe euch, miteinander zurechtzukommen. Aber wir erleben es so oft, dass Ehen nicht so leben, wie es eigentlich sein sollte. Ich darf sagen, wenn man demütig ist, immer wieder aufeinander zugeht, das Wohl des anderen sucht, dann ist das Ehe das Schönste. In unserer Beziehung, es wird immer besser. Gemeinschaft, die gemeinsame Ausrichtung, Sexualität wird immer wie schöner. Klar, manchmal gibt es so richtige Krisen, klar, das gibt es immer. Aber grundsätzlich so die Tendenz nach oben, das ist wunderbar. Aber wie schnell passiert das Chaos? Nicht nur in der Ehe, man verletzt einander, man distanziert sich von sich und plötzlich ist man einander nicht mehr so nahe. Familien leiden darunter. Nicht nur in der Ehe, sondern auch im Geschäft, in der Gemeinde, überall dort, wo wir uns von den Geboten von Gott entfernen, dort bricht das Chaos aus. Ich war etwa 20 und von unserer Sippe so der Älteste, der Erste, der Auto fahren konnte. Und wir sind dann in die Jugendgruppe gefahren und am Abend wieder nach Hause, von Sumiswald durch den Wassen, in diesem engen Emmentaler Tal, dort wo im Winter zum Teil nirgends die Sonne hinscheint, dann die Fritzenfluh hinauf, das macht es im Sommer Spaß, mit dem TÜV durchzufahren. Aber es war Winter und ich war da unterwegs mit meinem Seat Ibiza, vollgeladen, und dann, dass ich die mit einigermaßen Tempo die Fritzenfluhstraße hochfahren konnte, habe ich so richtig Gas gegeben. Unten dann kam eine kleine Linkskurve und dann fing es plötzlich an zu driften. Ich geriet also an den rechten Rand und dann habe ich natürlich Gegensteuer gegeben. Dann plötzlich gab es einen Ruck, es hat gegriffen, aus lauter Schreck habe ich das Steuer rumgerissen auf die andere Seite und das Auto flugs über die Straße, über die Böschung, einander Gott sei Dank auf den Rädern gelandet. Dann sind wir ausgestiegen, eine Gedenkminute. Und wir konnten dann wieder auf einen Feldweg fahren und wieder auf die asphaltierte Straße und die Fahrt fortsetzen. Aber überall dort, wo wir die Gesetze der angepassten Geschwindigkeit missachten, wo wir die Gesetze von Gott missachten, dort bricht das Chaos aus. Und vielleicht bist du hier und stehst so neben deinem Leben und denkst, ja, das hätte ich auch gar nie gewollt, was da passiert ist. Was in unserer Ehe passiert, das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Was ich gesagt habe, was mit meiner Familie passiert ist, was ich in meinem Arbeitsplatz gesagt habe, das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Und wie gut haben wir heute Gottesdienst. Wir feiern das Reich von Gott, weil es ist gekommen, dein Reich komme, das beten wir ja, weil es noch nicht da ist. Weil wir so viel Unordnung noch in unserem Leben haben, darum beten wir, dein Reich komme und es geschehe Ordnung in unserem Leben. Das wünschen wir uns. Ein weiterer Nachfahre von König Salomo, dann kam plötzlich einmal das Original zur Welt. Der Originalkönig. Als er zur Welt kam, da haben die Sternen, weiß nicht, was sie gemacht haben. Das ganze Universum hat gezeigt, jetzt ist der König zur Welt gekommen, so dass Astronomen von fernen Ländern gemerkt haben, wow, da ist etwas geschehen. Sie sind gekommen nach Jerusalem, nach Bethlehem, um den neugeborenen König anzubeten. Es war Jesus Christus, der zur Welt gekommen ist, und mit 30 hat er begonnen zu predigen. Und er predigte, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße, kehrt um, sucht wieder Gott, der Ordnung bringt in euer Leben. Und als Jesus begonnen hat zu predigen, dann ging er auch in seine Heimatstadt nach Nazareth. Die erste Predigt, er ist dort in die Synagoge gegangen, er wurde nach vorne gebeten. Er hat gesagt, er gibt mir die Schriftrolle vom Jesaja, hat sie aufgerollt zum 61. Kapitel. Und hat dort gelesen. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden, und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit werden sollen. Dann geht er wieder an seinen Platz.
und sagt, dies Wort ist jetzt erfüllt. Und das gilt auch heute noch. Das ist heute erfüllt. Wenn du gefangen bist in schädlichen Verhaltensmuster, die du eigentlich gar nicht willst, du eigentlich ablegen willst, dieses Reich ist heute erfüllt, Gott schenkt dir heute die Freiheit. Wenn du blind bist für Gottes Reich, wenn du so richtig entmutigt bist und nicht mehr magst und denkst, was hat das eigentlich alles für einen Sinn? Gott öffnet dir die Augen, dass du einen Blick hast für das Königreich von Gott. Und wenn du unterdrückt bist, wenn du abhängig bist von Menschen, von ihrer Meinung über dich, wenn das dich plagt und rumtreibt, was andere über dich sagen, Gott befreit die Unterdrückten. Jesus ist gekommen, nicht um uns zu verurteilen, sondern um seine Hände uns auszustrecken und sagt, komm, ich helfe dir. Ich will dich retten. Dann ist Jesus weiter, war er unterwegs im ganzen Land. Was hat er gemacht? Er hat gelehrt in den Synagogen, er hat gepredigt das Reich, das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Damit hat Jesus sein Reich aufgerichtet. Zuerst einmal mit der Lehre. Was wir über Gott denken, unser Bild von Gott, das prägt unseren Lebensstil. Unser Gottesbild prägt unseren Charakter. Und darum ist es so wichtig, dass wir mehr lernen, ja, wie ist dann Gott? Dass wir in der Predigt zuhören, dass wir unterwegs, wenn wir auf dem Arbeitsweg sind oder zu Hause am Haushalten, dass wir uns die biblische Lehre reinziehen. Dass das Gottesbild geprägt wird in unserem Leben. Dass wir in der Bibel lesen. Oder dass wir es auswendig lernen. Ich muss sagen, das, was ich auswendig gelehrt habe an Lehre von Gott, das ist in mein Herz gedrungen und es ist nicht einfach toter Buchstabe geblieben. Sondern es wurde hier wunderbarweise verwandelt in Glauben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Psalm 23. Dieses Wort hat mir die hundertprozentige Gewissheit gegeben, wo immer mich Gott auch hinführt und was er von mir verlangt. Ich werde nie über eine längere Zeit sagen müssen, warum nur und warum nicht. Weil ich weiß, Gott führt mich gut. Die Lehre über Gott, das prägt unseren Charakter, wie wir von Gott denken. Dann weiter hat Jesus auch gepredigt. Er predigte das Reich von Gott, das heißt, predigen heißt charisso, heißt sieghaft verkündigen. Und der größte Sieg, der ist am Kreuz geschehen. Vielleicht denkst du, ja, also mit meinem Leben, da bringt wahrscheinlich Gott nichts mehr zustande. Vielleicht ist auch der Satan da, der dir ins Ohr flüstert, schau, du und fromm sein, räum zuerst einmal dein Zimmer auf, bring mal zuerst dein Leben in Ordnung und dann kannst du dann fromm sein. Und das ist einfach eine gottlose Lüge des Satans. Die Predigt, die sieghafte Predigt von Jesus und vom Reich von Jesus ist das Kreuz. Und wenn du denkst, in meinem Leben ist eine Unordnung, die ist heillos, das ist eine Lüge. Das heilloseste oder schlimmste Durcheinander, das ist am Kreuz geschehen. Und was am Kreuz geschehen ist, ist kein Vergleich zu dem, was in deinem Leben passiert ist. Am Kreuz dort ist der Heiland, der Barmherzige, der Liebende, der den anderen geholfen hat, der den Armen beigestanden ist. Der wurde in einem Scheinprozess zum Folter- und Kreuzestod verurteilt und wurde ans Kreuz genagelt. Wir müssen sagen, totales Durcheinander, nichts mehr von Gottes Reich. Aber Gott sagt, Jesus ist zu Recht am Kreuz gestorben, weil
Jesus all meine Schuld auf sich geladen hat. All das, was ich verdient habe, das hat Jesus ans Kreuz getragen und darum ist Jesus dort am Kreuz gestorben. Und wenn du bereit bist, ihm dein ganzes Leben, deine Unordnung, deine Entgleisungen ihm zu bringen, dann vergibt er. Vielleicht gibt es in deinem Leben Zimmer, so Lebenszimmer, dort herrscht Unordnung. Es sind Situationen, da schämst du dich dafür, diese Situation willst du dich nicht einmal erinnern. Vielleicht sind das auch Personen, die dich so verletzt haben, du kannst ihnen nie, willst ihnen nie mehr begegnen. Hier will das Königreich von Gott reinkommen und dir Frieden schenken. Jesus predigte das Evangelium vom Reich Gottes, das heißt die Macht der Vergebung. Dass wir Frieden finden mit Gott. Und dann heilt Jesus. Ein weiterer Schritt, wie er Gottes Reich vorwärts brachte. Ihr wisst vielleicht, Wut im Bauch kann ein Magengeschwür geben. Sorgen lassen wie Steine auf dem Herz. Menschen haben so große innere Spannungen, dass sie mit Beißen, sich Schmerzen zufügen, Ritzen, Kratzen, dem Ausdruck verleihen. Andere verdrängen diesen Sorgen mit Alkohol oder mit Tabletten. Und wenn Jesus kommt, dann schenkt er Heilung, dann schenkt er Frieden. Und überdies ist die Gesundheit ein Untertan in Gottes Reich. Und wenn Gott sagt, sei gesund, dann wirst du gesund, übernatürlich. Es steht in Gottes Händen. Wie will sich Gottes Reich weiter ausbreiten in unserem Leben? Gottes Reich ist mal inwendig in uns. Jesus sagt im Lukas 17, 21, das Reich Gottes ist inwendig in uns. Das heißt, der Friede von Gott startet zuerst einmal in unserem Herzen. Vielleicht ist da Wut, Unzufriedenheit, Nörgelei. Gott will dir Frieden schenken. Vielleicht ist Selbstmitleid, narzisstische Züge. Gott will dich innerlich davon befreien. Verzweiflung und Not. Gott will dir Frieden schenken, inwendig in euch. Und seht, wenn wir Zorn oder Neid, Eifersucht in unserem Leben haben, das äußert sich in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Weil wenn Jesus sagt, Gottes Reich ist inwendig in euch, dann kann man auch übersetzen, Gottes Reich ist mitten unter euch. Also auch in der Gemeinde, in der Gemeinschaft äußert sich ob wir Frieden haben im Herzen oder nicht. Gottes Reich ist inwendig in uns. Vielleicht denkst du, ja, ein bisschen mehr Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, ja, das könnte mein Ehepartner gebrauchen. Ein bisschen mehr Selbstbeherrschung. Aber seht, vielleicht will Gott sein Königreich aufbauen und bei dir Geduld schenken, deinen Ehepartner zu ertragen oder deinen Arbeitskollegen oder dein Kind. Gottes Reich will in unserem Herzen beginnen. Das ist die schwierigste Arbeit, aber Gott schafft es. Dann, Gottes Reich ist entspannt. Seht, wenn du ein großes Gottvertrauen hast, egal was auf dich zukommt, du kannst sagen, Gott, ich bin schon mal gespannt, wie du dieses Problem lösen wirst. Also vielleicht zumindest mit deinem Kopf kannst du es sagen, kannst du es deinem eigenen Herzen sagen. Im Römer 14, Vers 17, dort steht, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, also nicht Wohlstand und ein gemütliches Leben, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Also eine große Gelassenheit, eine Freude, ein Entspanntsein, nicht mehr gejagt sein. Eine Auswirkung von Gottes Reich. Dann, Gottes Reich ist auch schützend. Jesus hat viel versucht zu erklären, ja, wie ist dann genau Gottes Reich? Und dann sagt er, Gottes Reich ist wie ein Samenkorn. Wie ein Senfkorn. Das ist so das verachtetste, kleinste unter den Samenkörnern. Das wirft man so weg und dann wächst ein Strauch. Ein großer Strauch. Und dann sagt Jesus, es ist wie ein Strauch und Tiere finden Zuflucht bei diesem Strauch und Vögel nisten darin und finden Heimat.
Und wenn Gottes Reich in deinem Leben groß wird, dann hast du die Kraft, anderen Menschen Geborgenheit zu geben. Menschen in deinem Umfeld, die Schwierigkeiten durchmachen. Vielleicht ein Vermieter von dir, der Probleme hat. Oder ein Schulkind von dir. Oder ein Lehrling, der große Herausforderungen hat. Gott will sein Reich bauen mit dir, damit du die Kraft hast, anderen Menschen zuzuhören. Du musst nicht ihre Probleme lösen, das kann allein Gott. Du kannst sie zu Jesus führen. Oder wenn sie Jesus noch nicht kennen, für sie beten, da zu sein. Spannungen auszuhalten, ihnen eine Herberge zu geben, den Problemen und Mitmenschen. Gottes Reich ist schützend. Wird sich schützend auswirken. Und weiter, Gottes Reich ist kraftvoll. Es gibt dir die Kraft, Nein zu sagen gegen jegliche Sünde. Und manchmal, die Kinder haben so, die wissen genau, wo ist der Red Button, so, dass man so abgeht. So, mit dem Stift auf dem Sofa zum Beispiel. Oder. Und der Ehepartner weiß auch, wo der Knopf ist. Schatz, sorry, ich kann wieder nicht heimkommen, am Wochenende muss arbeiten. Und jetzt hast du, wenn du dich diesem Königreich von Gott unterstellst, dann hast du die Kraft, Nein zu sagen, zum Auszuflippen. Du hast die Kraft, Nein zu sagen, um dich zu rächen mit 3 Tage Schweigen. Du hast die Kraft dazu. Im Römer 5, Vers 17, dort steht, all die Gnade und die Kraft von Gott erhalten haben, werden herrschen im Leben durch Jesus Christus. Und sie werden herrschen nicht als Könige, so wie die Royal Family, sondern sie werden herrschen über die Sünde in ihrem Leben. Ganz am Anfang in der Bibel gibt es eine Geschichte von Kain und Abel. Kain, ihm sein Opfer hat Gott angenommen, Abels nicht, er wurde eifersüchtig. Dann war er so unterwegs, finsterer Blick, auf den Boden geschaut. Dann ist Gott ihm begegnet, hat gesagt, Kain, was schaust du auf den Boden? Warum hast du so einen finsteren Blick? Und Gott hat gesagt, schau, die Sünde lauert vor deiner Türe und sie hat Verlangen nach dir. Und dieses Verlangen, das empfinden wir genau dann, wenn Rachegedanken aufkommen. Und das tut so richtig gut, oder sich zu überlegen, wie könnte ich mich jetzt so richtig rächen? Der andere, der soll fühlen, was ich gefühlt habe, wie er mich verletzt hat. Und Gott sagt, herrsche über die Sünde. Sage, nein, ich will nichts von dir hören. Und genau mit der gleichen Gewalt kommen sexuelle Versuchungen auf uns zu. Plötzlich sind sie da. Große Lust. Und sagst du, nein. Und du hast die Kraft, durch das Reich von Gott Nein zu sagen zu diesen sexuellen Versuchungen. Gottes Reich ist kraftvoll. Dein Reich komme, beten wir. Es ist nicht unser Reich. Wir machen es nicht selber, alles was hier steht. So. Sondern Gott muss es schenken. Es kommt ja wie ein unbestelltes, aber wunderbar gewünschtes Paket. Wie ein Geschenk eben. Und wir können es einfach empfangen. Aber wir sollen darum bitten. Dein Reich komme in meinem Leben. Bitte, Jesus. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wisst ihr, der diese Bitte, die dritte Vaterunser-Bitte, also dein Wille geschehe, der das gebetet hat, der das uns gelehrt hat, diese Bitte, diese Bitte hat ihm das Leben gekostet. Als er im Garten Gethsemane war, Stunden vor seiner Hinrichtung, hat Jesus gebetet. Und er hat gesagt, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus hat sich dem Willen vom Vater untergeordnet. Obwohl er wusste, dass dieser Wille ihm grässliche Schmerzen, Zerrissenheit, tiefste Dunkelheit beschert. Was ist eigentlich der Wille von Gott? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden.
steht so in 1. Timotheus 2, Vers 4. Gottes Wille ist ein Heilswille. Jesus hat gewusst, wenn er stirbt, dann dient das dazu, dass Menschen gerettet werden. Und er hat auf Gott vertraut, dass er es gut herausführt. Und darum hat er gesagt, Gott, dein Wille geschehe. Ein Heilswille, ein Retterwille. Wenn wir Gott gehorsam sind, dann geschieht es uns zum Heil. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden nimmt an seiner Seele? Wenn Geld oder wenn Personen wichtiger sind, wenn wir nicht bereit sind, loszulassen. Gottes Wille ist, dass wir gerettet sind in Ewigkeit. Ein weiterer Wille, das ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass wir immer mehr in das Reich Gottes hineinwachsen, den Blick für dieses Reich erhalten und dass der König uns immer mehr prägen darf und seine Spuren in unserem Leben hinterlassen darf. Man kann sagen, Gottes Wille ist, dass alle Menschen von unserer Region Frieden mit Gott finden, Jesus ähnlicher werden und eine positive Veränderung in ihrem Leben, in ihrer Ehe, in ihrer Familie, in ihrem Job, in der Gemeinde, ja in der ganzen Welt bewirken. Das ist der Wille von Gott. Und die Frage ist, bist du bereit zu sagen, ja Gott, dein Wille geschehe. Du darfst mich brauchen, wo immer du willst. Du darfst machen mit mir, was du willst. Bist du bereit, Gott deinen ganzen Willen hinzugeben? Das kann schon sehr herausfordernd sein, sich von Gott als Werkzeug gebrauchen zu lassen. Wenn du sagst, Gott, dein Wille geschehe, dann hast du plötzlich Probleme, die hast du vorher noch nie gekannt. Es ist fast so, wie wenn man in ein Auto steigt, wenn man nicht Auto fahren kann, also ich meine nicht Auto fahren, weil man halt noch nie darin, noch nicht gelernt hat. Und dann heißt es, jetzt drück aufs Gaspedal. Und du weißt gar nicht, wo es durchgeht. Aber schaut, wir wissen ja, wo es durchgeht. Wir kennen den Willen von Gott. Es ist ein Heilswille. Und wenn es auch über holprige Straßen geht, wenn es auch durch Engpässe durchgeht, wenn es auch über Hügel und Tal geht, wir kennen das Ziel. Und wir wissen, wo Gott uns hinführt. Und das gibt uns die Kraft, um zu sagen, ja, Gott, dein Wille geschehe. Als Gemeinde leiden wir darunter, dass wir sagen, ja, dein Wille geschehe, aber wir halbieren unseren Willen. Oder wir dritteln ihn. Wir sagen, Gott, du darfst mein Herz haben oder meine Gefühle haben, meine Hochs und Tiefs darfst du haben, du darfst meinen Verstand haben, aber meinen Willen, den schneiden wir so wie aus. Wir lesen in der Bibel und denken, ja gut, dieses Wort, das hat Paulus nur für diese Situation dort geschrieben, nicht jetzt für mich. Oder wir setzen einen Vertrag auf und sagen, Gott, du darfst mein Leben, meine Zeit, mein Geld, meine Familie darfst du haben, dafür gibst du mir ein glückliches Leben. Bitte hier Gott unterschreibe. Aber wenn wir beten, Gott, dein Wille geschehe, dann sind wir bereit zu sagen, Gott, du darfst alles machen mit meinem Leben. Ich gebe dir ein weißes Blatt, ich unterschreibe und bin bereit, das zu tun, das zu leben, wozu du mich berufen hast. Dein Wille geschehe. Wenn wir das leben und beten, wenn wir aufhören mit allem Halbieren, nicht Gott eine bestimmte Zeit oder nur einen bestimmten Ort in unserem Leben zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel so den Sonntagmorgen als Reservat für Gott, so dort darfst du leben, wie die Ochsen im Naturschutzgebiet. So, einfach der Sonntag. Und ich muss sagen, das ist schon mal sehr schön, dass ihr euch den Sonntag reserviert habt für den Tag von Gott, dass ihr euch Zeit nehmt, Gottesdienst zu feiern, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben. Aber Gott will auch den Montag. Er will dein ganzes Leben. Und das passiert, wenn du als Vertreter oder als Verkäufer
oder als Projektleiter am Montag arbeiten gehst und sagst, du darfst auch diesen Tag haben. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Im Himmel geschieht der Wille von Gott. Alles preist Gott, alles lobt Gott. Hier auf der Erde haben wir viel Gegenwind. Es ist nicht so einfach, hier Gott zu loben. Es ist fast so, wie wenn du in der Arbeit mit einem Chef zusammenarbeitest. Und es macht Freude mit ihm, du witzelst und ihr habt eine gute Zeit. Und dann gehst du auf Geschäftsreise oder du gehst auf Montage mit deinen Arbeitskollegen. Und dann wird über den Chef gesprochen. Dann bist du nicht mehr so nahe am Chef. Dann ist es schwierig, dann Freude am Chef zu haben und zu ihm zu stehen. Und genauso ist es hier auf Erden. Dein Wille geschehe wie im Himmel. Gott, gib mir auch die Kraft, hier auf Erden dir treu nachzufolgen. Ich habe schon oft gedacht, Gott, bitte schenke, dass ich nie im Himmel sagen müssen, Gott, wenn ich das gewusst hätte, wie gut und treu und verlässlich du bist, ich hätte viel mehr gewagt für dich. Ich wäre viel mutiger gewesen. Ich habe ehrlich Angst, dass es passiert. Und ich bitte Gott, dass er Gnade schenkt, dass er mir ein bisschen Glauben schenkt, dass es wenigstens im Ansatz nicht so geschieht. Gott, dein Wille soll geschehen wie im Himmel, so auch jetzt. Gott möge uns diesen Blick öffnen für sein Reich und dass wir danach leben. Wir beten und wir beten doch noch einmal so miteinander, wie es Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.